Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite Battle Royale. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr alle verschiedenen Stile für den Singularitätsskin freischalten könnt. Der ist ja gestern sozusagen erschienen, da man ihn halt erst seit gestern mit 91 Fortnite freischalten kann. Und ich werde euch heute alle verschiedenen Stile zeigen, die man noch zusätzlich dafür freischalten kann. Die ersten zwei offensichtlichsten Stile sind natürlich von der ganz normalen Singularitätsherausforderung. Und zwar musst du dafür alle Fortbytes bzw. 95 Fortbytes sammeln, um Stufe 2 und 3 freischalten zu können. Allerdings gibt es auch noch weitere geheime Stile. Und dafür kann man dann eben halt, muss man Helme finden. Die sind überall auf der Karte verteilt. Und der erste Helm, den kann man finden, wenn man hier bei Polar Peak im Prinzip von hier oben runter guckt. Dann hier nach rechts geht zum Tisch und zur Kiste, dann liegt hier zwischen der Helm. Hier hört man auch einen leichten Sound. Ich habe den schon eingesammelt, deshalb kann man den jetzt nicht mehr sehen. Es gibt insgesamt fünf Helme. Die anderen werde ich euch auf jeden Fall jetzt auch noch zeigen. Wenn euch die Videos gefallen und ihr in Zukunft auch keine Videos verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Helm. Und zwar müsst ihr hier zwischen der Himmelsplattform, die ganz in der Mitte ist, und diesem kleinen Haus im Prinzip hier bei den drei Bäumen suchen. Dann ist hier im Prinzip einmal mitten auf der Fläche einfach der Helm, der Rex-Helm. Im Prinzip müsst ihr von Salty aus dann in Richtung Tilted gucken. Der schwebt dann hier hoch, also sollte eigentlich gut auffindbar sein. Dann ändert sich auch direkt die Stilvariante. Nummer 3 ist bei der Singularitätsstatue in Tilted Tower, beziehungsweise Neo Tilted. Und dafür müsst ihr hier bei dieser Station einmal rausgehen und dann hier auf diese kleine Aussichtsplattform gehen. Und dann ist hier auf der linken Seite, wenn ihr in Richtung der Statue guckt, der nächste Helm. Und das ist nämlich die Der Burger Variante, weil hier ja auch im Prinzip der Der Burger Laden ist. Jetzt leider einmal gestorben. Jetzt habe ich allerdings die Chance direkt genutzt und habe nochmal die Variante angezogen. Die Helmvariante, die man da freischalten konnte bei Polar Peak, die habe ich jetzt angezogen. Und zwar die Drift-Variante. Finde ich, ist die edelste Variante und gefällt mir auf jeden Fall die Variante. Ja, und jetzt kommen wir zum vorletzten Helm. Und der ist hier bei Polar Peak hinter dem Roboter, der ja mittlerweile auch schon ziemlich groß ist. Und demnächst, wahrscheinlich mit dem nächsten Patch dann am nächsten Dienstag komplett fertig gebaut sein sollte. Und hier unten findet man, wenn man im Prinzip auf den Rücken guckt, und da hinten auf dem Laster, kann man hier die Kuschelbeauftragten Helm finden. Ändert sich auch wieder der Stil, finde ich eigentlich ganz nett. Eigentlich, oder generell, die Stile sind ziemlich nice. Kommen wir nun allerdings zum letzten Stil. Und es würde mich auch freuen, wenn ihr noch ein bisschen Feedback einfach in die Kommentare schreibt, was ich noch verbessern könnte und so. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Die letzte Variante ist bei Loot Lake. Und zwar müsst ihr dafür im Norden von der Luke hingehen. Da werde ich jetzt kurz mal hinfliegen. Ist ja zum Glück nicht allzu schwierig. Man kann in maximal zwei Runden eigentlich locker alle Helme auch finden. Die sind nicht allzu weit entfernt und überall sind Windchannels, wodurch das ziemlich leicht ist. Also, man muss bei Loot Lake hier im Norden gucken und dann ist hier so ein kleiner Felsvorsprung. Und hier ist ein Containerbaum und so ein Stein. Und hier müsst ihr dann hingehen und hier ist der letzte Helm. Und zwar der Tomatenkopf-Stil. Hier wird, glaube ich, tatsächlich nur der Kopf verändert und nicht der ganze Körper. Ja, auf jeden Fall waren das alle verschiedenen Stile. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.